Ahoi und willkommen beim Test von Anno 1701, dem heiß erwarteten Nachfolger der grandiosen Aufbaustrategie-Serie. Ich teste jetzt für Sie mal ein typisches Anno-Endlosspiel an. In einem solchen freien Spiel starten Sie zunächst ganz bescheiden mit einem einzelnen Entdeckerschiff. Haben Sie eine unbewohnte Insel gefunden, steht der Besiedlung nichts mehr im Wege. Grundstein jeder Kolonie ist das Kontor, das Sie mit Hilfe Ihres Schiffs am Strand errichten. Im Kontor werden Güter aller Art gesammelt. Nun baue ich ein Dorfzentrum und ziehe einige Wohnhäuser für meine Pioniere hoch. Haben sie zwischen den Manufakturen und dem Kontor Straßen gebaut, kommt die Wirtschaft in Schwung und abgesandte fremder Völker bieten Handelsabkommen an. Später, wenn sie gute Beziehungen aufgebaut haben, sind sogar Bündnisverträge möglich. So wunderbar und bezaubernd Anno 1701 auch auf den ersten Blick wirkt, es ist nicht perfekt. Vereinzelte Bugs verstecken sich in der Testversion. So klärt sich der Nebel des Krieges etwa über einigen Landstrichen nicht auf, obwohl sie den Bereich bereits bebaut haben. Laden sie einen Spielstand, erhebt sich der Schleier jedoch. Wie in den Vorgängern auch, besteht ihre Hauptaufgabe darin, die Bedürfnisse der Einwohner zu befriedigen. Anfangs fordern sie nur wenig, etwas Nahrung, Stoffe für Kleider und eine Kirche reichen vollkommen aus. Damit ihre Leute den Schritt vom Pionier zum Siedler machen, bedarf es jedoch Alkohol und anderer Güter. Die Waren erhalten sie entweder durch Eigenproduktion oder halt per Handel. Sind die Bedürfnisse erfüllt und ist die Bevölkerung groß genug, steigen ihre Siedler automatisch zu Bürgern, dann Kaufleuten und anschließend sogar zu Aristokraten auf. Blaublütige haben natürlich extrem hohe Ansprüche. Sie brauchen neben Nahrung und Alkohol auch Luxuswaren wie Pelze und Schmuck. Dafür werfen Adlige natürlich mehr Steuern ab. Verringern sie die Steuerlast, steigt die Zufriedenheit in der Bevölkerung. Sind die Abgaben zu hoch, rebelliert sie. Im späteren Spielverlauf kommt es meist zu Konflikten mit ihrem Nachbarn oder mit den Piraten. Für diesen Angriff auf eine Nachbarinsel musste ich jetzt sage und schreibe 60.000 Goldstücke aufwenden. Eine horrende Summe, die nur schwer aufzubringen ist. Hier übrigens noch ein Minibug. Das Entladen von Einheiten funktioniert noch nicht, weshalb ich sie jetzt in der Nähe vom Strand einfach mal über Bord werfe. Kapitän auf der Brücke. Greift Ihre Truppen an. Land- und Seeschlachten sind natürlich nicht so ausgeklügelt wie in Echtzeit-Strategiespielen mit rein militärischem Hintergrund. In Anno 1701 bieten sie jedoch eine willkommene Abwechslung zum Handel und zum Siedlungsbau. Schon vor Tagen sollte die Santa Barbara mit unseren Frauen und Kindern in Wiscasset eintreffen. Jeden Morgen halten wir verzweifelt Ausschau. Bei dem stürmischen Wetter der letzten Tage sind alle wie gelähmt vor Sorge. Wir flehen euch an. Entsendet noch heute ein Schiff, um nach der Santa Barbara zu suchen. Wie können wir hier auf dieser Insel etwas aufbauen, wenn wir um das Leben unserer Familien bangen müssen? Neben dem Endlosspiel bietet Anno 1701 10 Szenarien, darunter einfache Missionen wie die Bergung eines gestrandeten Siedlerschiffes. Hier unterstützen sie die Gestrandeten mit einigen Waren, damit diese ihr Boot wieder flott machen können. Nach rund 15 Minuten ist die Aufgabe erledigt. Spätere Missionen sind natürlich deutlich komplexer. Die Santa Barbara! Endlich! Wir hatten es kaum noch zu hoffen gewagt, unsere Frauen und Kinder unversehrt in die Arme schließen zu dürfen. Ihr wisst gar nicht, wie dankbar wir sind. Mit Anno 1701 steht ganz unter dem Motto Zurück zu den Wurzeln. Nachdem der Vorgänger Anno 1503 von Fans stark kritisiert wurde, erinnert der jüngste Spross eher an den Urvater 1602. Die getestete Version entspricht zwar noch nicht hundertprozentig der finalen Verkaufsversion, Bugs haben aber erfreulicherweise bereits Seltenheitswert. Nur die hohen Hardware-Anforderungen sind uns ein Dorn im Auge. Dafür entschädigt aber die liebevoll gestaltete Grafik.